Hallo und herzlich willkommen bei Sprakoko Deutsch lernen. In diesem Video spreche ich über den Plural in der deutschen Sprache. Ich zeige euch, welche Möglichkeiten es gibt, um den Plural zu bilden. Dazu nutze ich diese Bildkarten vom Verlag An der Ruhr, denn diese bieten tolle Illustrationen, um den Plural zu erklären. An dieser Stelle bedanke ich mich auch beim Verlag, der mir die Nutzungsgenehmigung für diese Karten erteilt hat. Wenn ihr Interesse an diesen Karten habt, schaut mal in der Beschreibung des Videos, denn dort habe ich diese Karten verlinkt. Und nach einem kurzen Intro legen wir los. Sprakoko Deutsch lernen. Bevor wir mit den Möglichkeiten der Pluralbildung beginnen, möchte ich noch einige grundlegende Begriffe klären. Wir sprechen heute über Nomen und diese haben bestimmte grammatische Eigenschaften, die ihr kennen solltet. Zunächst hat jedes Nomen ein Genus und dieses sagt etwas darüber aus, ob ein Nomen maskulin ist, feminin ist oder neutral. Außerdem gibt es die grammatische Kategorie des Numerus. Und hier wird ausgesagt, ob ein Nomen in der Einzahl, also im Singular steht, oder in der Mehrzahl, also im Plural steht. Zu guter Letzt gibt es noch den Kasus, der anzeigt, welche Funktion ein Nomen innerhalb eines Satzes ausübt. Wir widmen uns in diesem Video allerdings nur dem Plural, also nur der Mehrzahl eines Nomens. Und wie die Mehrzahl angezeigt wird, das zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch nun zwei Karten. Mithilfe der ersten Karte zeige ich euch ein Nomen im Singular. Und mithilfe der zweiten Karte zeige ich euch, wie man die Pluralform bildet. Beginnen wir mit dem ersten Bildpaar. Der Schlüssel. Das ist die Singularform. Wir haben hier einen Schlüssel, der Schlüssel. Und im Plural? Die Schlüssel. Sehen wir uns die Formen noch einmal an. Im Singular haben wir der Schlüssel und im Plural die Schlüssel. Wie bildet man den Plural? Anhand dieses Beispiels könnt ihr sehen, dass es keine Endung gibt. Allerdings könnt ihr den Plural identifizieren, wenn ihr euch die Artikel genauer anseht. Wir haben im Singular der Schlüssel und im Plural die Schlüssel. Sehen wir uns das nächste Bildpaar an. Der Apfel und im Plural die Äpfel. Der Apfel, die Äpfel. Hier bleibt die Form nicht unverändert. Hier gibt es einen Umlaut, um den Plural zu bilden. Sehen wir uns das nächste Bildpaar an. Der Vogel. Der Vogel. Oder die Vögel. Die Vögel. Auch hier gibt es einen Umlaut, um den Plural zu bilden. Sehen wir uns das nächste Bildpaar an. Das Kind. Das Kind. Und im Plural? Die Kinder. Die Kinder. Das Kind und die Kinder. Hier gibt es die Endung er, um den Plural zu bilden. Im Singular haben wir die Form das Kind und im Plural die Kinder. Machen wir hier ganz kurz eine Pause. Wir hatten anfangs der Schlüssel, die Schlüssel. Also wir können den Plural bilden, ohne dass wir eine Endung anhängen. Das zweite Beispiel zeigte der Apfel, die Äpfel und der Vogel, die Vögel. Hier gab es Nomen mit einem Stammvokal und im Plural wurden diese umgelautet. Und das letzte Beispiel, das Kind sowie die Kinder. Hier gibt es die Endung er, um den Plural anzuzeigen.
Sehen wir uns das nächste Bildpaar an. Das Buch. Das Buch. Und im Plural? Die Bücher. Die Bücher. Das Buch und die Bücher. Wenn ihr euch diese beiden Wörter genau anseht, könnt ihr zum einen sehen, dass es einen Umlaut gibt. Zum anderen gibt es auch die Endung er. Also anders als im Beispiel zuvor, Kind, Kinder, gibt es hier nun auch einen Umlaut. Das heißt, eine weitere Möglichkeit, um den Plural zu bilden, ist es, wenn man einen Umlaut gebraucht, sowie die Endung er. Das Buch und die Bücher. Umlaut und er. Sehen wir uns das nächste Bildpaar an. Der Fisch. Und im Plural die Fische. Ja, hier ist es auch wieder ganz einfach zu sehen. Wir haben der Fisch und die Fische. Also, um den Plural zu bilden, braucht ihr die Endung e. Der Fisch und die Fische. Und das nächste Bild. Der Hund. Und die Hunde. Auch hier gibt es die Endung e. Und noch ein Beispiel. Der Stift. Und im Plural die Stifte. Auch hier gibt es die Endung e. Noch einmal eine Wiederholung. Wir hatten der Fisch, die Fische, der Hund, die Hunde, der Stift, die Stifte. Und das nächste Bildpaar. Der Ball und die Bälle. Die Bälle. Der Ball und die Bälle. Hier gibt es zusätzlich einen Umlaut. Wir haben der Ball und diese Form wird im Plural zu die Bälle. Es gibt also einen Umlaut und die Endung e. Das nächste Beispiel. Was ist das? Der Bauklotz. Und im Plural die Bauklötze. Auch hier gibt es einen Umlaut und die Endung e. Und das nächste Beispiel. Der Frosch und im Plural die Frösche. Auch hier wieder ein Umlaut und die Endung e. Sehen wir uns das nächste Bildpaar an. Die Biene oder die Blume und beide Nomen im Plural. Die Bienen oder die Blumen. Ein weiteres Beispiel. Die Kerze. Und im Plural die Kerzen. Fassen wir diese drei Nomen noch einmal zusammen. Im Singular die Biene und im Plural die Bienen. Dann die Blume und die Blumen sowie die Kerze und die Kerzen. Hier benötigt ihr die Endung n, um den Plural zu bilden. Und das nächste Bildpaar. Der Eisbär. Und im Plural die Eisbären. Der Eisbär, die Eisbären. Hier benötigt man die Endung en. Und noch ein Bildpaar. Das Auto. Und die Autos. Und das letzte Bildpaar. Das Bonbon. Und die Bonbons. Ja, auch diese beiden Beispiele. Das Auto, die Autos. Das Bonbon und die Bonbons. Hier gibt es noch die Endung s, die auch gebraucht wird, um den Plural zu signalisieren. In der deutschen Sprache gibt es also 9 Möglichkeiten, um den Plural zu bilden.
In dieser Übersicht seht ihr noch einmal alle Nomen, die ich heute genannt habe. Außerdem seht ihr auch einen Hinweis darauf, wie der Plural gebildet wird. In der Beschreibung dieses Videos hier unten findet ihr noch ein weiteres Dokument. In diesem Dokument habe ich noch einmal alle Nomen zusammengefasst. Darüber hinaus habe ich jede Spalte noch um weitere Nomen ergänzt. Und zu guter Letzt habe ich euch noch einige Regeln bzw. Tendenzen aufgeschrieben, die euch vielleicht dabei helfen können, bestimmte Pluralformen herauszufinden. Trotzdem möchte ich euch nochmal sagen, dass es einfacher ist, wenn ihr euch jedes Nomen mit der Pluralform aufschreibt. Das gilt vor allem für die Anfänger von euch, denn es macht keinen Sinn, wenn ihr euch jetzt irgendwelche Regeln raussucht und dann versucht, den Plural zu bilden. Es ist einfacher, wenn ihr es euch aufschreibt. Aber wenn ihr schon in einem etwas höheren Niveau seid, dann schaut euch doch auch mal die Regeln an. Das könnte ganz interessant sein. Ja, wir sind schon am Ende des Videos angelangt und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals freuen. Ich freue mich schon auf das nächste Video für und mit euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.